Hallo und herzlich willkommen zur Zeit in der Fachschule. Heute schalten wir live in eine unserer Schulküchen, wo Hobbyköche am Werk sind. Anschließend an diesen kurzen Clip gibt es dann heute noch einen Special Guest. Bis nachher. So geht das nicht. So ist richtig. Ah! Aua! Aua! Und so macht man es in der Fachschule richtig. Man benutzt die Kralle, damit man die Chance auf eine Schnittwunde verringert. Entschuldigung, so geht das nicht. Schau dir mal an, was du da machst. Konzentriere dich bei deiner Arbeit. Handy weg und sofort machen. Ich als Fachverstand der HLW 10 kann euch die Fachschule der HLW 10 nur empfehlen, denn Kochen ist das beste Fach. Aus folgenden Gründen. Kochen macht Spaß. Kochen ist Leben. Kochen ist Liebe. Willkommen zurück mit unserem Special Guest, Herr Professor Adria. Hallo. Er ist Kochlehrer an der HLW 10. Jetzt werde ich ihm ein paar Fragen stellen. Und zwar, warum sind Sie Kochlehrer geworden? Warum ich Kochlehrer geworden bin? Weil ich gerne Jugendliche ärgere. Nein, Scherz. Weil mir der Beruf Spaß macht, ich gerne mit Jugendlichen arbeite und ich nach 13 Jahren Berufserfahrung sehr viel weitergeben kann als Kochlehrer. Bin ich dann okay. Welche Ausbildung haben Sie ursprünglich gemacht? Ich habe ursprünglich eine HWLA, eine Tourismusschule gemacht, habe danach 13 Jahre als Koch, unter anderem als Küchenleiter und auch in Spanien gearbeitet als Koch und bin dann mit Anfang 30 habe ich Ernährungspädagogik zu studieren begonnen und bin jetzt hier als Kochlehrer tätig in dieser Schule. Interessant. Was war die größte Gefahrensituation, die Sie je hatten hier in dieser Schule? Hier an dieser Schule gibt es viele Gefahrenquellen, wo Leute arbeiten in einer Küche. Die Küche hat immer sehr viele Gefahrenquellen oder Potenzial für Gefahren, birgt eine Küche. Das heißt, unter anderem ist mir das mal in einer Küche passiert, dass ich in einen Starkstrom gekommen bin und danach 24 Stunden auf einer Herzüberwachung gelegen bin. Das heißt, durch einen Stromschlag. Durch Wasser und Strom kann einiges passieren und auch Schnittwunden natürlich und Verbrennungen sind leider an der Tagesordnung in einer Küche. Wenn man aufpasst, natürlich nicht. Deshalb besuchen wir diese Schule, damit wir alles lernen. Und was wären Sie geworden, wenn Sie kein Koch geworden wären? Was wäre ein anderer Berufswunsch von Ihnen gewesen? Wenn ich kein Koch geworden wäre oder kein Lehrer, dann wäre ich gerne Rennfahrer geworden. Ich hätte gerne Formel 1 Fahrer nicht unbedingt, aber ich wäre gerne Rennen gefahren. Aber nachdem das ziemlich teuer ist und nicht jeder schafft, habe ich mir den anderen Weg ausgesucht. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ist ja doch nicht so etwas ganz Alltägliches. Kochlehrer zu werden war eigentlich eine Entscheidung. Mein Onkel ist Koch, mein anderer Onkel ist Zuckerbäcker, also es ist mir quasi in die Wiege gelegt worden und Kochlehrer bin ich aus einem Grund geworden, weil ich gerne mit diesem Beruf was weitermachen wollte, mich aber trotzdem weiterbilden wollte und weil ich sehr gute Kochlehrer oder Lehrer generell gehabt habe in meiner Ausbildung und die haben mir immer sehr imponiert und das war danach der richtige Weg, glaube ich. Interessant. Und was würden Sie hier an der Schule ändern, wenn Sie etwas ändern könnten? Was würde ich an der Schule ändern? Ich glaube, ich würde so lassen, wie es ist. Es macht Spaß, so wie es ist. Also rundum zufrieden? Rundum zufrieden, mit den Schülern und mit der Schule. Okay, danke fürs Interview. Bitte gerne. Danke für diesen wunderbaren Einblick in die Fachschule. Und jetzt geht's weiter zum Wetter. Ich als Fachverstand der HLW 10 hier am HLW 10 kann man nicht mal eine Pflasterpackung schließen. Ich als Fachverstand. Wir gehen von neu.